Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 Contest. Und zwar sind wir da auf unserer Testmap und heute gibt es da wieder einen Traktor. Ein Rolin. Ganz komisches Teil eigentlich. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, texturmäßig, sage ich mal, sind die Reifen jetzt eigentlich nicht so schön hochglänzend. Und irgendwie funktioniert da was mit dem Licht nicht. So, ist natürlich cool hier oben, LED. Sieht natürlich cool aus, hinten auch. Dann haben wir hier an der Kabine oben LED. Und aber hier vorne habe ich das Licht nicht einschalten können. Dann haben wir hier das Licht links, rechts beim Aufstieg und hier hinten. Blinker blinkt irgendwie nicht. Es leuchtet zwar, aber ja, musste wahrscheinlich ein bisschen schnell gehen. Da ein bisschen mehr Zeit hätte gehabt, denke ich, wäre das natürlich ein cooler Mod gewesen. Nichtsdestotrotz werden wir uns den noch weiter anschauen. Wir starten das Teil mal. Das klingt eigentlich so. Wir schauen uns das beim Händler an. Das Teil kostet 254.000, hat 320 PS, fährt 55 km/h. Und wir können einige Sachen konfigurieren, und zwar die Reifen hinten, Zwillingsbereifung hinten. Das haben wir natürlich gemacht. Wir nehmen jetzt da noch einen schöne Drille, sage ich mal, wo wir annähernd die PS bräuchten. Okay, wir nehmen mal den hier, den Horsch Pronto 9DC, brauchen wir 270 PS. Okay, und dann gehen wir mal mit dem Teil hier aufs Feld. Wir haben jetzt da kein Frontgewicht dran. Wäre natürlich noch vom Vorteil. Machen wir noch ein Frontgewicht dran, damit es wirklich realistisch ist. Was nehmen wir da am besten? Ich denke hier so 1500 Kilo wären wahrscheinlich nicht schlecht. Duty. So. Dann haben wir hier noch Saatgut und Dünger, bin ich der Meinung. Wieso nimmt er das nicht? Obwohl ich natürlich umschalten muss auf dem Gerät hinten. Natürlich. So, sonst sieht es eigentlich so fahrtechnisch und so natürlich gar nicht so schlecht aus, das Teil. Auch hier Lenkung, sehr schön. Hier auch die Halterung. Ganze Aufhängung. Ich sag ein wenig mehr Zeit und das ist natürlich ein Top-Ding hier. So, beleuchtungstechnisch ist nicht so gut. Hier sehen wir schon die Spiegel. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, sage ich immer, wenn die Spiegel nicht funktionieren. Auch hier haben wir vorne die Scheinwerfer in der Scheibe drin. Und irgendwie sieht es da ein bisschen, wenn wir rausschauen, irgendwie sind Spiegels da. Die Scheiben sind nicht schön klar. Okay, wir schmeißen das Teil trotzdem mal an hier. Fangen da einfach mal an und schauen, was er da eigentlich macht. Ja, geht jetzt natürlich nicht schlecht, hat natürlich auch genug PS. Wie gesagt, beleuchtungstechnisch nicht so schön. Reifen, ja,
Ich glaube nicht, damit er gewinnt. Aber die Idee ist natürlich super. Noch ein bisschen dran fallen und das ist ein richtig geiler Mod. So, wir haben da natürlich Radgewicht, sind da irgendwie schon mit bei den Zwillingsbereifungen. Vorne weiß ich nicht, vorne ist keine. Vorne haben wir halt das Gewicht, das ist kein Gewicht dran. Kein Gewicht drin im. Kein Radgewicht. Ja, dreckig ist er bis jetzt auch nicht geworden. Verschmutzungsgrad eigentlich null. Aber der Anhänger ist auch noch nicht. Ja. Okay, mehr gibt's eigentlich da. Kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Will da auch nicht mehr sagen. Hier ist natürlich noch schön. Man kann da in den Motorraum reinschauen. Ich hätte gemeint, ich könnte das öffnen. Hab's aber nicht hinbekommen. Schön wäre natürlich auch, wenn wir da noch einen Frontlader hätten anbauen können. Aber der Größe gibt es dann wahrscheinlich keinen Frontlader mehr. Okay, dann war es eigentlich das von diesem Mod. Jetzt schauen wir nochmal genau, wie der eigentlich heißt, der Traktor. Rolnin TB320. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir machen da noch ein paar Mods von Contest. Der Contest geht bis 24.06.2017 und einige haben wir da noch. Also, bis zum nächsten Mod. Macht's gut!